Richtig schön im Nebel, hätte ich beinahe gesagt. Der Nebel Verlag. Bildbände, Kunst, Kultur, Geschichte, Zeitgeschichte. Und der sponsert die Feldricher. Ob den Karnevalsverein, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall den Tischtennisverein, die Abteilung. Und die spielen mit ihrer ersten in der Regionalliga, hoffen da aufzusteigen in die dritte Bundesliga. Da gibt es ein entscheidendes Spiel am Samstag, den 11. Februar. Also genau heute, in einer Woche, heute haben wir ja den 4. Februar 2017. Da fahren die mit einem ganzen Bus hin nach Hohenstein. Vorentscheidendes Spiel der Top-Favoriten in der Regionalliga. Und davon wird es Videos geben, allerdings erst in ca. 10, 11 Tagen. Da sind wir dabei. Der Ort dürfte hinreichend bekannt sein. YouTube und dann die Suchworte eingeben. Reinhard Steinbrecher Tischtennis oder Table Tennis. Und dann jeweils den Ort der Veranstaltung. Und dann hat man die freie Auswahl zwischen jetzt beinahe 30.000 selbstgedrehten Videos. Roh, ungeschnitten, unzensiert. Das Schneiden bleibt nun, weiß Gott, keine Zeit mehr. Ich bin heilfroh, wenn ich es zeitlich schaffe, das, was ich drehe, auf YouTube zu setzen. Und jetzt kann man sagen, dann drehe halt nicht zu viel, aber meine Philosophie ist, schneiden. Das kann ich vielleicht noch, wenn ich nicht mehr drehen kann, wenn ich nicht mehr mobil bin. Außerdem können die Leute auch selber schneiden. Mit den Tools heutzutage ist das ja kein Problem. Da kann sich jeder seinen eigenen Film schnibbeln, so wie er den möchte. Das machen auch schon viele. Aber natürlich kann man keinen Film der Welt schneiden. Es sei denn, man hätte ihn vorher gedreht. Und das ist der Grund, wieso ich die Zeit, die ich habe, dazu verwende, interessante Partien aufzunehmen. Und dann gibt es sie erstmal roh im Netz. Und zwar auch nur deswegen, weil sonst Leute jammern, du drehst immer und filmst immer und man sieht nichts. Und weil B, ich eine kostenlose Cloud brauche. Also etwas, wo ich die Videos parken kann. Nach der schlimmen Erfahrung, dass mir schon mal eine komplette externe Festplatte kaputt gegangen ist mit nicht wieder zu bringenden Schätzen. Ist ja nicht nur so, dass ich Bayernliga filme, sondern wir hatten ja die komplette Weltspitze. Schon vor der Linse, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutschen Meisterschaften, German Open, von der Nummer 1 der letzten Jahre, Marlon, bis zum Blindesten, und das bin immer noch ich selber in der Stativaufnahme. Wie gesagt, alles das gibt es auf dem YouTube-Channel Reinhard Steinbrecher. Eben ungeschnitten, unbearbeitet, ohne Titeleinblendungen. Dafür in einer riesen Auswahl. Und auch dieses Spiel von Koslowski gegen Götz. Unter diesen beiden Namen Götz, Koslowski zu finden. Auf einem anderen Clip auf YouTube.